Ach ja, die Dadaisten, der Nabel der Welt, derzeit geschlossen. Corona-Religion. Darf ich dein Geld haben? Ja. Ein Jahr hätte mir genügt. Mit Kopf, Hand und Herz. Haben die Banken damals gefragt? Bitte, bitte, liebe Bürgerin, liebe Bürger, wir brauchen dein Geld. Gibst du uns dein Geld? Schau mal da, das ist eben Zürich, das ist Dada. Wenn ein Tram sich einen Mundschutz überzieht, mit gutem Beispiel vorangehen. Affirmation heißt Ja sagen. Hyperaffirmation meint Ja, Ja sagen. Wenn ich Ende Juni Zürich verlasse, dann werde ich diesen Gang vermissen. Die Nähe von Katharina von Zimmern. Ja, das werde ich vermissen. Schau mal da. Denkendes Schreiben. Die Kopfträgerlegende zu Zürich, die Kefaloforen. Dissent ist aus dem Zürcher Asylstraßebüro zurück nach Dissent ist. Hey, darauf freue ich mich. Wenn dir ein professionelles Framing aufgedrückt wird, dann kommst du mit Affirmation, mit einem Ja, aber eben gerade nicht heraus. Ganz im Gegenteil, mit einem Ja, aber bestätigst du das Framing. Die Hoffnung der Künstler, dass die Dickhäuter in die Knie rasen. Das Höllentor zu. Zu reich. Da hockt er. Wenn du nicht nur in der Schweiz, sondern in Zürich, nicht nur in Zürich, sondern in Hottingen leben darfst, warum um alles in der Welt willst du dann in die Desertina, in die Wüste der Surselva? Das habe ich auch Pater Bruno gefragt, warum die Mönche vor weit über 1000 Jahren diesen Wechsel gemacht haben in die vermeintliche Peripherie. Er machte mir einen Hinweis auf Cusanus und diesen Text hier in der NZZ, den da, das ist meine. In konforme Kulturen lässt sich Bewegung bringen, indem nicht Anpassungsfähigkeit, sondern Außergewöhnlichkeit, Originalität und Widerspruch prämiert wird, mit ökonomischem, sozialem und symbolischem Kapital. Das Snapperiment ist irgendwo hier anzuordnen, in diesem Snapperimental-System, gell? Warburg. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Im Namen des Ökos, der Wut und des Herrn Zorns geht hin in Unruhe.